Stellt euch vor, ihr habt so eine coole DSP-Endstufe, also Endstufe und DSP in einem oder einen separaten DSP, wie auch immer. Und daran gibt es einen schönen Digitaleingang, an der Stelle optisch Toslink. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt ein Radio, ein Join-Radio. Dieses Join-Radio hat auch einige Ausgänge und eins davon ist auch ein koaxialer Digitalausgang. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwie von diesem Koaxialanschluss auf das Optische im DSP. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Home-Hi-Fi-Adapter-Teile. Es gibt ja auch was anderes. Und zwar gibt es auch das hier. Ein kleines, schickes Gerät für K-Hi-Fi produziert von Audison. Ich gucke es mir an und sag euch, ob ihr damit arbeiten könnt oder nicht. Da ist das Teil, das packen wir erstmal aus und gucken, was so alles drin ist. Vorweg, ich hatte es schon mal eingebaut. Das heißt, alles, was da drin ist, habe ich versucht so einzupacken, wie es eingepackt war. Aber das war auf jeden Fall schon mal in Nutzung, das Gerät. Ganz vorne finden wir die Bedienungsanleitung. Schöne Farbe ausgedruckt. Mit technischen Specs und so allem. Und einen Schaltplan. Wie was hingeht, das gucken wir uns aber nachher nochmal an. Als nächstes haben wir Befestigungsschrauben, um das Teil direkt im Kfz zu befestigen. Der entsprechende Kabelsatz, den es dazu gibt. Auch hier sieht man natürlich die Aderendhülsen. Das Teil war schon mal angeschlossen, aber wir haben halt den Stecker, der halt in das Gerät geht und entsprechend die Kabel, die Belegung. Gucken wir uns gleich nochmal an. Aktuell gibt es aber 12 Volt plus Remote, Ground und 12 Volt. Zu guter Letzt gibt es natürlich das Gerät. So schaut das aus. Es ist sehr klein. Wir haben einen Anschluss für SPDIF, einen Klinkeeingang AUX für diverse Geräte mit einem Poti für den AUX-Eingang. Und hier haben wir den Anschluss für den Kabelbaum. Kann man da einfach anstecken, dann passt das. Und kann man halt entsprechend anschließen. In dem Loch ist quasi eine Schraube. Um das aufzuschrauben, müssten wir die lösen. Und wir haben ein optisches Ausgang, um da halt das Lichtleiterkabel anzuschließen und entsprechend in den DSP zu gehen, etc. An die beiden Teile können wir mit unseren Schrauben reingehen, damit das Teil halt einfach nicht rumwackelt, sondern schön fake ist. Im Endeffekt schönes Gerät. Vorne sieht es halt ganz schön aus, auch mit dem Logo. Und hinten, ja, geht es halt einfach weg. So, ausgepackt haben wir es jetzt schon. Und jetzt gucken wir uns einmal noch ein bisschen die Bedienungsanleitung an. Ich habe die ein bisschen vergrößert und kann die euch jetzt quasi einblenden. Und dann sprechen wir einfach mal drüber, was wir da sehen, was man da alles machen kann, wie man es einstellen kann und so weiter. Wie ihr erstmal auf dem Bild seht, gibt es zwei Möglichkeiten, in den, in den C2O zu kommen. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit, hier über einen normalen digitalen Player mit einem Digitalausgang. Es gibt halt Player bzw. Radios, wie ihr das Join gesehen habt von mir, wo man direkt im Cint-Anschluss reingehen kann. Hier sieht man noch einen zusätzlichen Adapter, weil es gibt halt auch so tragbare Player, die halt tatsächlich den Digitalausgang in einem Klinkeformat haben und das dann halt umgewandelt wird auf Cinch und dann halt mit dem Cinch weitergeht, weil wir brauchen sowieso einen Cinch, um in den C2O zu kommen. Die Alternative dazu ist tatsächlich der gute alte Analogausgang. Analogausgang vom Handy oder MP3-Player oder was auch immer ihr da habt. Könnt ihr direkt anschließen mit einem Klinke-Klinke-Kabel, ist beides nicht dabei, das heißt, so weder das Koax-Kabel noch das Klinke-Klinke-Kabel ist dabei. Könnt ihr hier reinstecken. Und
Bei dem Analoganschluss haben wir hier nochmal Optionen. Und zwar haben wir die Möglichkeit, sowohl den 4-Pin-Konnektor als auch den 3-Pin-Konnektor zu nutzen. Heißt, wenn mich nicht alles täuscht, ist der 4-Pin-Konnektor tatsächlich der, den man jetzt beim Handy auch hat, weil da dann quasi auch nochmal das Mikrofon mit drüber läuft, was wir in dem Fall aber nicht brauchen. Und der 3-Pin-Konnektor ist quasi der klassische, den man kennt von früher, den man halt einfach in den Discman, Backend noch ein Discman, MP3-Player und so weiter reingesteckt hat. Im Gegensatz zu dem Digitalsignal ist das Analogsignal von der Lautstärke her einstellbar. Dafür haben wir hier auch das Drehrad an, beziehungsweise den Einstellpoti am C2O. Und da können wir Empfindlichkeiten einstellen von 0,1 Volt bis 2 Volt Empfindlichkeit. Das heißt, da kann man tatsächlich nochmal den eigenen Player ein wenig einpegeln. Das Wichtigste ist natürlich, wie können wir den C2O betreiben von Audison. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten tatsächlich, den zu betreiben. Wir haben einmal die Möglichkeit, Möglichkeit 1, das Teil wirklich anzuschließen wie eine Endstufe. Heißt, wir nehmen den 12, also den roten, das rote Kabel und das schwarze Kabel, verbinden diese dauerhaft auf Plus und Minus von der Batterie oder wie auch immer. Und dann gehen wir quasi mit dem Remote von unserem Radio, von unserem DSP, von unserer Endstufe, gehen wir tatsächlich auf das blaue Remote-Kabel vom C2O. Und damit hätten wir dann quasi den Adapter genauso angeschlossen wie eine Endstufe, heißt Plus, Minus dauerhaft und Remote gesetzt, wenn man es braucht. Die erste Möglichkeit ist zu empfehlen, weil wir dann halt wirklich relativ kleine Ströme über das Remote-Kabel brauchen. Das heißt, wir können da halt ohne irgendwelche zusätzlichen Gerätschaften arbeiten, können direkt vom Radio rausgehen, alles super. Bei der zweiten Möglichkeit ist es so, dass der komplette Strom, den das Audison-Gerät hier haben will, über das Remote geht. Und zwar gehen wir dann halt auf das orange Kabel, das ist nämlich das 12-Volt-Remote-Kabel. Und das wird dann quasi nur zusammen mit der Masse verbunden. Das heißt, wir haben nur zwei Kabel angeschlossen anstatt drei Kabel, aber haben dadurch natürlich den größeren Strom, der über die Remote-Leitung gezogen wird. Und das kann teilweise bei den Radios halt schon zu viel Strom erfordern. Und dann können die nicht mehr genug Strom für den Remote, für den Endstufen und so weiter liefern. Deswegen würde ich hier die Variante 1 empfehlen. Wenn es tatsächlich nicht anders geht und man zum Beispiel gar kein Remote hat und halt an den Zündplus gehen will, kann man auch die Version 2 machen. Das alles kann man dann hier ganz normal in den Anschlussport stecken und man hat dann halt ein optisches Out-Kabel, was natürlich auch nicht dabei ist. Und das kann man dann halt in seinen DSP, in seine Digital-Endstufe, was auch immer, reintun. Im Prinzip ganz einfach, lief bei mir jetzt tatsächlich mit dem Joing-Radio und der Helix-DSP-Endstufe relativ problemlos und ich muss sagen, ich war sehr, sehr zufrieden damit. Nie Probleme gemacht. Was haben wir sonst noch? Es ist so, dass der C2O, der muss halt irgendwann umschalten. Das heißt, wenn wir einen Digitaleingang drin haben und einen Analogeingang, was soll er denn jetzt machen? Er kann die beiden Signale nicht mischen. Das heißt, es gibt eine Umschaltung. Standardmäßig ist es so, dass das Analogsignal eine höhere Priorität hat als das Digitalsignal. Und dementsprechend, wenn kein analoges Signal mehr anliegt, kann man einstellen, wann denn quasi umgeschaltet wird auf das digitale Signal. Das kann man, wenn man das Teil einmal aufmacht, kann man das einmal einstellen mit dem Poti, ob es jetzt 6 Sekunden, 9 Sekunden oder 12 Sekunden sind. Dadurch, dass ich bei mir den analogen Eingang nie verwendet habe, habe ich das auch gar nicht gebraucht. Hier sehen wir nochmal, wann was tatsächlich passiert. Das heißt, wenn wir einen Digitaleingang und einen Analogeingang gleichzeitig drin haben, passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, die höhere Priorität hat das analoge Signal und das analoge Signal kommt dann als optisch in 2448 raus. Ist eigentlich ganz cool. Wenn wir kein analoges Signal haben, sondern nur ein digitales Signal reingeht, können wir 2492 maximal reinfüttern und dann kommt auch 2492 raus. Im Prinzip ist es ein schönes kleines Kästchen, was schön aussieht, was man ordentlich positionieren kann
Und wenn man halt die entsprechenden Gerätschaften hat, ein qualitativ hochwertiges Digitalsignal aus Koax in optisch umgewandelt kriegt. Es gibt sehr ähnliche Geräte aus dem HiFi-Bereich. Aber da ist dann jedes Mal noch ein Netzteil notwendig. Da ist jedes Mal noch ein 12-Volt-Adapter oder ein 5-Volt-USB-Adapter notwendig. Und hat dann meistens auch keine Montagevorrichtung, wo man halt irgendwie Schrauben festmachen kann. Das alles gibt es hier nicht. Hier ist alles mit dabei, man kann es einfach anschließen und es funktioniert. Wirklich ohne Probleme, es wird nicht warm, es wird nicht kalt, wie auch. Aber man kriegt das Signal ordentlich in den DSP und kann es da ordentlich weiterverarbeiten. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, brauche ich das Teil denn auch, wenn ich keinen DSP habe und einfach nur eine Endstufe anschließen will dahinter? Schwierig, denn ich kenne eigentlich kaum eine Endstufe, die einen Digitaleingang hat. Es gibt welche, ja, sicherlich, aber das sind so wenige, sodass man eigentlich in dem Moment darauf verzichten könnte. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das denn überhaupt ausgebaut habe, das ist ganz einfach. Ich habe das Join-Radio gewechselt und habe auf ein Join-Radio mit digitalem Ausgang getauscht. Und ich kann euch sagen, dass ich akustisch einfach keinen Unterschied gehört habe. Das heißt, ob ich das neue Radio drin habe, was halt digitalen, direkten Digitalausgang optisch drin hat, oder ob ich das alte Join-Radio drin hatte mit koaxial hier rein und optisch raus, es macht einfach keinen Unterschied. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall ein gutes Ersatzprodukt, wenn man halt die Möglichkeit nicht hat. Ich kann es empfehlen. Wenn ihr Fragen habt, einfach nach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir erhalten bleibt als treue Zuschauer. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Euer Thomas.